Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Luis. Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Kommt zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ich weiß nicht, ich kann ihm einfach immer noch nicht trauen, ne? Er ist halt irgendwie... Okay. Also wir haben ja schon gesehen... Luis sagt, dass wir... Schon klar. Wir sollten wohl besser los. Dass er sehr hinterhältig sein kann. Mal gucken. Das sind die Raben, ne? Ganz schön viele Raben. Aber hier ist wieder unser Buddy. Ja! Was hast du denn? Ich hab was Welcome. Neues für dich. Ach, herrje. Erste-Hilfe-Spray, das brauche ich. Meine Rohstoffe, Raketenwerfer. Sind in einem Top-Zustand. Broken Butterfly. Stingay. Ist das Gewehr besser als das, was ich jetzt habe? Oh ja. It is. Magazingröße 10. Oh. Es kostet 30.000 und wenn ich mein SR da verkaufe, ich habe immer das Gefühl, als hätte ich zu wenig Geld. Ich weiß auch nicht. Ich kann den Kristall verkaufen und den Saphir. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Da hat er auf jeden Fall recht. Ein sorgfältig gefertigtes Augenprothese aus Keramik lässt sich sicher verkaufen. Ach, für 12.000 kann ich das falsche Auge verkaufen? Besten Dank. Also wie teuer wäre denn... Das kann ich für 21 verkaufen. Das sollte doch passen. Aber will ich das Gewehr haben oder will ich noch was anderes haben? Broken Butterfly. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Revolver. Okay, ja, Revolver sind halt sehr stark. Aber ich bin tatsächlich so kein Revolver-Fan. Was gibt's noch? Okay, Raketenwerfer, ja. Blacktail. Auch interessant. Auch interessant. Waffe vergleichen. Im Vergleich zum Punisher. Hat auf jeden Fall eine viel, viel bessere Angriffskraft. Präzision. Okay. Ich meine, ich mache ja auch die Präzision aus, wie wir jetzt festgestellt haben. Vielleicht ist eine schlechtere Präzision an der Waffe besser für mich, weil schlecht und schlecht, also Minus und Minus ergibt ja Plus. Nichts dabei, was dir gefällt, Fremder. Doch, doch, aber ich weiß noch nicht. Nachladegeschwindigkeit. Ja, Nachladegeschwindigkeit ist auch sehr wichtig. Magazingröße können wir auf jeden Fall im Nachgang noch anpassen. Angriffskraft finde ich schon sehr cool. Und es ist schwarz. Also was kaufe ich jetzt? Kaufe ich jetzt den Blacktail? Oder kaufe ich die Stingay? Weil Broken Butterfly interessiert mich jetzt nicht so. Ich hätte Geld für beides. Aber ich glaube, ich fühle Blacktail. Ich fühle Blacktail. Ja, ja. Dann verkaufen wir nämlich unseren Punisher. Ich kaufe fast alles. Ich kaufe den Punisher. Dafür lasse ich einiges springen. Ja, und ich kann mir sogar beides leisten, ne? Ein absolutes Musterbeispiel einer Waffe, Fremder. Vielleicht nicht die beste, aber definitiv eine ideale Begleiterin. Eine Begleiterin? Ach, das ist eine weibliche Waffe. Wir haben eine weibliche Waffe gekauft. Schön. Dann kann ich mir auch direkt noch die Stingay leisten. Ich garantiere dir, du halbautomatisches Gewehr, das Schnellfeuer ermöglicht. Das finde ich schon gut. Nee, warte, ich will mein Gewehr behalten. Entschuldigung, irgendwie habe ich einen trockenen Hals. Okay, genau, ich verstau mein Gewehr. So. Was ist das hier?
Pistolen gibt es wie Sand am Meer. Da kann einem die Wahl der richtigen schon mal schwerfallen, so wie mir gerade, habt ihr gerade bemerkt. Aber du hast Glück, denn wir haben für dich eine Liste mit den individuellen Eigenschaften vierer besonders empfehlenswerter Exemplare zusammengestellt. Punisher. Okay, den habe ich ja gerade verkauft. Hervorragende Stabilität und Durchschlagskraft dank nachrüstbarem Laser. Oh fuck. Oh nein. Jetzt kann ich das Laservisier nicht mehr. Egal. Egal. Diese Waffe hat massig Feuerkraft, tritt aber zurück wie ein Pferd. Behalt die Zügel in der Hand, indem du die Schulterstütze anbringst. Ach, danke, Spiel, dass du mir das jetzt hier zeigst. Blacktail, die habe ich jetzt gerade gekauft. Eine großartige Waffe mit exzellenter Feuerrate. Nimmt dank ihrer kompakten Größe nicht viel Platz im Koffer weg. Deswegen ist das eine weibliche Waffe, weil sie kompakt für die kleine Handtasche gefertigt wurde. Mathilda, ausverkauft, ist für sich vielleicht eher unscheinbar, aber wenn du die zugehörige Schulterstütze montierst, kannst du damit 3 Schüsse in kurzer Abfolge abfeuern. Ah, cool. Und so deine Gegner mühelos in Schach halten. Ach, wie doof. Jetzt habe ich die anderen Waffen verkauft. Well. Tja, man muss mit dem leben, was man hat. Okay, die ist wirklich sehr klein und kompakt. Nur er stöhnt hier auch noch rum. Wofür kann ich dich begeistern? Distin Gay. Diese Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Ja, das klingt doch nach mir. Sehr gut. Jetzt können wir ein bisschen was tunen. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Ich überlege gerade noch, Moment, ob ich bei ihr auch schon was verbessern soll. Oder ob ich einfach noch ein bisschen spare. Weil die Waffen sind ja jetzt schon besser als meine Waffen, die ich davor hatte. Das ist Stingay. Ich muss mal sparen. Ich habe echt viel Geld in letzter Zeit hier ausgegeben. Ich weiß nicht warum. Oh, Magnum. Magnum? Ah, die habe ich auch schon verkauft, glaube ich, ne? Die Stingray ist schon cool. Stingay. Habe ich Stingay gesagt? Warte, wie heißt sie jetzt richtig? Habe ich Stingay gesagt? Stingray. Beim Kampf gegen Monstern nicht an den Waffen sparen. Nee, ich habe ja fleißig mein Geld auch ausgegeben für neue Waffen. Ne? Ja, hast du die ganze Zeit, aber ich fand's super süß. Immerhin eine Person, die mich korrigiert. Verkauft der Dude denn auch Munition? Ja, manchmal. Beziehungsweise, ich glaube, man kann die nämlich teilweise auch tauschen. Ach, mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Aha, was haben wir denn hier noch? Schatzkarte Burg, auf der alle in der Burg zu finden. Ja, kaufe ich. All der Tinne auch für Schätze. Tut der Pappnase von Burg her auch keinen besseren Gefallen, stimmt's? Okay. Ist das denn so abwegig, zu den Waffen auch Muni zu verkaufen? Ja, aber er hat die nicht immer vorrätig. Leider. Was für aus Versehen Gaylord gelesen hat. Ja, da bestimmt da was anderes, ja. Ja, manchmal überliest man vielleicht Worte, Sätze, Nicknamen. Mache ich ja auch. Also nicht extra, aber ne, manchmal spricht man sie leider falsch aus. Das ist abwegig, weil du Muni gefühlt in jeder zweiten Vase findest. Ja, aber irgendwie habe ich dieses Glück gerade nicht. Ich habe, ja gut, ein bisschen Muni habe ich jetzt noch. Wir haben jetzt die Stingray. Vor allem, ich habe es halt auch ausgesprochen, aber nicht so für mich wahrgenommen irgendwie. Aber ja, gut. Naja, so wie immer weiter. Mit der Waffe hier. Cheesepulver. Erstmal schön looten. Weil ich brauche nämlich Heilung. Genau, davon habe ich nämlich nur 1. Herstellen. Ja, brauche ich. Ein bisschen aufräumen hier. Und die Stingray. Die muss ich mal eben als Favorit setzen. Wie war das? Schnellzugriff. Ist die hier schon drin? Das ist die, ne? Das ist die.
Oh, das finde ich cool. Solche Visiere mag ich. Okay. Na gut, ich habe gespeichert, ne? Dann gehen wir mal hoch. Beziehungsweise, wo müssen wir eigentlich genau hin? Da hoch. Das sieht hier wieder so nach einer kleinen Mini-Arena aus. Das sieht nach einer etwas größeren Arena aus. Wow. In die Burg hinein. Zum Hof kommen wir nur durchs Tor. Den roten Teppich werden die nicht für uns ausrollen. Ja, genau. Vom Regen in die Traufe. Der Abend ist schon gerettet, danke dafür. No, ja, immer gerne. Immer gerne. Ich kann ja auch über mich selber lachen. Wenn man bei Resi viel Muni bekommt, direkt suspicious. Ja, dann hat man sofort irgendwie einen Arena-Kampf vor sich. Aber wir hatten jetzt schon zwei gefühlte Arena-Kämpfe hinter uns. Jetzt wäre es halt mal cool, wenn es mal etwas ruhiger wieder vonstatten gehen würde. Aber guck mal, das sieht schon wieder mit Deckung und so nach Kampf aus. Hier ist nichts für uns. Komme ich auch nicht durch. Ja, dann müssen wir wohl den offensichtlichen Weg gehen. Okay. Oh Mann, ey. Wo kommt der denn? Du, ey. Geh weg. Hau ab. Ciao. Ich habe halt keine Blendgranaten. Habe ich Blendgranaten? Ich habe Blendgranaten. Habe ich. Habe ich ja. Ich habe doch Blendgranaten. Ich, Dovi. Oh, ich habe meine Granate hier verballert. Ey, Mann. Oh, ich habe ein Stiefelmesser. Wahnsinn. Das ist ja großartig. Ein Stiefelmesser. Was ist ein Stiefelmesser? Den man in den Stiefel reintut, oder wie? Piekst das nicht? Wenn du Tipps brauchst, sag's Bescheid. Ja, dann schreie ich. Dann seht ihr das auf jeden Fall in meiner Verzweiflung. Aber ich sag dann Bescheid, wenn ich wirklich nicht weiter weiß. Piekst nur, wenn man doof ist. So. Tja, jetzt habe ich meine Granate verbraten. Die war bestimmt noch wichtig. Okay, was muss ich hier machen? Durch die Tür gehen. Sonst gibt es hier nichts für mich? So, eine Heilung. Noch mehr Munition. Gibt es alles nicht, ne? Ist alles ausverkauft. Ah, okay. Hier liefen die eben lang, die Ladies und Gentlemen. Hier zieht es aber auch ganz schön, ne? Ich kann mir echt schlecht vorstellen, wie man hier damals so gelebt hat. Also kann ich mir schon vorstellen, aber ich bin doch sehr froh, in der Jetztzeit zu leben. Mit einem Brotmesser schneidet man Brot, mit einem Fleischermesser Fleisch, mit einem Stiefelmesser schneidet man Stiefel. Ja, stimmt, das ergibt Sinn. Hat jemand Hunger? Hört ihr das? Hat jemand Hunger? So klang mein Magen. Morte. Auch mal. Hat er gesagt, what the? What? What the? Ich habe das Gefühl, dass sie mich gleich beschießen. Aha.
Au. Muss ich jetzt zurückschießen? Muss das so? Kommen die eigentlich nach? Hat der Haut ab. Haha, daneben. Der lebt immer noch. Wieso stirbt denn der da oben nicht? Meine Präzision ist also jetzt wieder hinüber. Es nimmt kein Ende. Okay, also wenn Lien das schon so sagt, dann heißt das wahrscheinlich einfach, dass wir laufen müssen, ne? Die kommen immer wieder nach. Da kann ich dann meine ganze Munition hier verballern. Oh, das sieht hübsch aus. Oh! Och Mann! Ich fand das gerade schön. Wieso? Warum? Warum kaputt? Warum kaputt? Das war gerade schön. Die zerstören hier ihre schönsten Gebäude. Ja, was hab ich? Und wo ist das Katapult? Ich sehe es nicht. Wo muss ich hin? Ja. Ashley. Och nö, Ashley, was machst du denn jetzt schon wieder? Ich muss mal eben hier analysieren. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Ah, okay, Ashley brennt. Okay, das heißt, wir müssen die da jetzt aber töten. Mann! Also ich weiß gerade echt nicht, was schlimmer ist. Weil ich halt auch null Plan habe, was mit dem Weg jetzt ist. So, wir fangen erstmal klein an hier. Und dann muss der da weg. Der geht mir nämlich auch mal auf den Keks. So, dann muss der hier weg. Der geht mir auch auf den Keks. Ach, die Leiter. Jetzt kann ich mir vorstellen, wo sie war. Das ist doch mal ein herzlicher Empfang. Jetzt kann ich mir vorstellen, wo die Leiter ist. Okay. Wo kommt der Freche? Wo ist der Typ, der sie klaut? Ich sehe den halt nie. Ashley! Ach, der kommt hinter uns. Ah, so, jetzt habe ich dich, du doofe Nase. Och Mann, Ashley! Aber warte mal eben. Wir müssen sie halt irgendwo abstellen, ne? Wir müssen sie irgendwo in Sicherheit bringen. Da hier. Warte mal eben. Wir machen das so. Explosion, Videosequenz. Videosequenz überspringen. Katapult oben töten. Wegrennen. Dann Typ unten töten. Nachladen. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss nur da hinkommen. Pack Ashley doch wieder in einen Schrank. Aber ich habe keinen Schrank gesehen. Ach, da kommt er schon. Boah. Noch wer? So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt hier keiner mehr kommt. Und ich sage, Ashley, entfern dich. Ist gut. Bleib einfach hier unten stehen. Ich mach mal eben hier den Rest. Entfern dich, Ashley. Hau ab. Lass mich in Ruhe.
Wo ist der andere Typ hin? Wo ist der hin? Und warum ist Ashley jetzt hier oben? Und warum werde ich jetzt hier beschossen? Was macht Ashley da? Das verstehe ich jetzt nicht. Das war nicht der Plan. Und auch nicht der Deal und überhaupt. Warum bist du hier, Ashley? Entschuldige mal. Komm. Nein, du sollst... Okay. Du musst hier stehen bleiben. Geh etwas... bleib in Sicherheit, Ashley. So, und irgendwo ist hier eine Leiter nach unten. Die habe ich doch eben gesehen. Die habe ich eben gesehen. Keine Chance. Aber wo ist sie? Da ist die Leiter. Wie soll man denn da hinkommen? Warte mal eben. Moment. Der nervt mich. Den da hinten kriege ich nicht. Hier sehe ich auch nichts. Wie findest du das Spiel bis jetzt? Eigentlich gut. Bis zu dem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich jetzt hier weiterkomme. Aber eigentlich finde ich das Spiel sehr gut. Mir macht das super viel Spaß. Ich finde nur den... Ach, runterspringen. Oh. Okay, ich habe es gefunden. Dann kommen wir hier schon mal weiter. Ich loote noch mal eben. Ich habe das Runterspringen nicht gesehen. Okay. Was ist das denn? Oh. Ich habe jetzt garantiert voll viele blaue Medaillons verpasst, weil ich jetzt hier durchgehetzt bin. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Ashley oder die blauen Medaillons. Ich musste mich entscheiden. So, jetzt sind wir nämlich hier an der Leiter, die ich eben gesehen habe. Hierher. Sehe ich doch mal, von hier aus kann ich doch schon mal hier hinschießen. Ich treffe mich doch auch von hier. Lass meine Kanone da in Ruhe. Okay, der trifft mich nicht. Wo ist er hin? Ist er tot? Danke. Danke. Ashley. Ashley. Ashley, was machst du denn? Ach, jetzt brennst du wieder. Naja. Okay, muss ich jetzt hier durch? Oh. Du bist so Kanone, oder? Weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, Ashley kommt einfach hinterher. Und ich treffe nicht! Ich treffe nicht! Lass ihn los! Der war vor mir! So, normal. Noch einmal! Errungenschaft freigeschaltet. Bisschen übertrieben vielleicht. Minimal. Ah, okay. Das war's. Los! Ja, Wahnsinn. Weil jetzt kommen die nämlich alle. Ashley! Ashley! Ashley, komm! Komm da durch, bis zum nächsten Speicherpunkt mindestens. Ashley, komm. Wenigstens bis zum Speicherpunkt, damit ich den Chat wieder lesen kann in aller Ruhe. Bitte, 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 bitte. Gott.
Bibs Rezension, das Spiel war sehr bemüht, eigentlich ganz gut zu sein. Es ist wirklich gut. Also mir macht es wirklich viel Spaß. Ich kann es sehr empfehlen. Es macht auch Spaß, über sich selbst hinauszuwachsen, wenn man öfters stirbt und dann die Gegner analysiert, wie man sie am besten besiegt. Das macht schon sehr viel Spaß. Ach, guck mal, da ist unser Händler wieder. Warum hängen die Damen hier kopfüber runter? Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Kaufen. Erste-Hilfe-Spray, definitiv. Immer noch Gestern brauche ich zu es. gut vorbereitet. Habe ich recht? Ja. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja, schon. Angriffskraft, Magazingröße ist halt auch. Will ich noch sparen? Will ich? Kann ich sparen? Kann ich irgendwas verkaufen? Ich kaufe fast alles. Kann Hm. ich sonst kommen? Jederzeit wieder. Ja, komme ich, aber ich speichere erstmal ab. Das wird mir auf jeden Fall jetzt Genugtuung geben, abspeichern zu können. So. Wo müssen wir denn hin? Ach je, oh je, 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 je. Oh Gott, das hier, es ist sehr dunkel hier im Schatten, aber das sieht jetzt schon wie eine große Kirche hier, so dieser quadratische Bereich hier. Das sieht auch wieder nach einer Arena aus, würde ich sagen. Investigativ, Bips am Start. Ja, Sherlock Bips bin ich. Ich bin Sherlock Bips. Okay, wie sieht meine Patronen hier aus? Hier mal ein bisschen was. Da haben wir auch ein bisschen was. Kann ich eigentlich noch mal was herstellen? Oh ja. Oh, wir könnten. Oh ja, Gewehrmunition. Sehr, sehr gut. Und oh ja. Nein! Verdammt! Ich wollte das jetzt nicht benutzen. Spiel laden. Deswegen, ihr Lieben, ist Geduld eine Tugend und man sollte sich auch alles in Ruhe durchlesen. Ich wollte nämlich eigentlich nicht benutzen, sondern herstellen drücken. So. Und ich wollte Gewehrmunition herstellen. Und ich wollte. Mehr kann ich nicht herstellen. Schade. Aber manchmal ist das so. Wie viel Gewehrmunition habe ich denn jetzt? Ein bisschen. Burg wird belagert, alles voller Horrorfiguren und dazwischen ein Händler, der an einem Tisch schildert. Er ist einfach eigentlich der coolste NPC, den es überhaupt gibt. Ich finde ihn so Warum tust du dir nicht großartig. was Gutes?